Servus, hier ist der Peter. Firmen, die Schließfächer anbieten, ähnlich wie eine Bank, nur dass du 24 Stunden, 7 Tage die Woche rein kannst, machen momentan immer mehr Werbung. Aber da ist wohl in Berlin ein Desaster passiert. Was wem passiert ist und was daraus die Konsequenzen sind, werden wir nach einem klitzekleinen Intro sehen. Die Firma hieß Valoc GmbH, war in der Fasanenstraße 77 oder ist halt immer noch. Die Homepage heißt hauptstadttresor.de. Die Firma hat auch ein paar Mitbewerber. Es geht im Ganzen so darum, dass du praktisch 24 Stunden, 7 Tage die Woche an deine Wertsachen rankommst und dass das so ultra sicher sein soll. Werden wir gleich sehen. Also Berlin-Charlottenburg, nähe Kurfürstendamm in dieser Fasanenstraße 77 war diese Tresor, oder ist halt immer noch, das war eine ehemalige Privatbank. Dann kam am Samstag, den 19.11., die Täter, zwei Täter, verkleidet als Security-Wachmänner. Ich muss dazu sagen, es gab einen Pressebericht, da steht drin, am 26.11., am Samstag, aber das, glaube ich, wird der Schreibfehler gewesen sein. Die meisten haben sich schon auf 19.11. geeinigt. Also ihr seht schon, war noch gar nicht lange her, 2022. Die Beute wären mindestens 10 Millionen, da kommen wir nachher auch gleich drauf. Am Ende, also sie haben sich praktisch als Wachmänner verkleidet, sie hatten auch Zugangscodes, woher auch immer. Sie hatten wahrscheinlich auch irgendwo das Wissen, dass es sich hier lohnt und nicht hier mal auf Verdacht ein paar Schließfächer aufmachen, wo nachher, weiß ich, irgendwelche Reisepässe drin sind und irgendwelche Abiturzeugnisse. Am Ende haben sie versucht, ein Feuer zu legen. Schaut euch nochmal das Foto an, entweder das Titelbild oder wie die in der Halle sind. Also es sind Metallschließfächertüren und es ist, glaube ich, ein Stein- oder Fliesboden. Jetzt wollte ich dich mal fragen, was könnte da brennen? Sicher kann da nichts brennen, aber das ist natürlich von so einem Clan aus Berlin ansässig, ist es so die Handschrift, dass man es danach anzündet. Bei Autos ist es verständlich, ne? Die wollen natürlich ihre Spuren vertuschen. Hier in so einem Raum kann der Schuss mal ganz gewaltig nach hinten losgehen. Das heißt, du müsstest halt ganz viel Benzin ausbringen und es wird wahrscheinlich gewaltige Verpuffung geben und wahrscheinlich wird es dich den Täter gleich selber lahmlegen. Also musst du echt gut Obacht geben, weil ich wüsste jetzt da nicht weit und breit, was da brennbar ist. Ansonsten wird die Polizei wahrscheinlich eben DNA-Spuren haben, wird vielleicht Fingerabdrücke haben und man hat ja auch Fotos von den Tätern, bevor sie die Kameras zugeklebt oder gesprüht haben. Ja, Fotos sehen wir ja hier. Ausgesprochen wurde zu diesem Vorfall, es ist ja jetzt ein Einbruch und kein Raub, wurde 25.000 Euro Belohnung, ganz interessant, 5.000, wahrscheinlich Staatsanwaltschaft etc., 20.000 von einer Privatperson, vielleicht auch von einer Firma, wer weiß es. Die Sicherungen. Also es gäbe, habe ich gelesen, 1,75 Meter Stahlwand. Nach außen Wand, mag sicher sein, kannst du 1 Meter, 1,70 Meter, 2 Meter Stahlwand, wahrscheinlich auch eher Stahlbeton, aber gut, kann auch reines Stahl sein, aber die Tür wäre mir viel wichtiger, wie die Tür besichert ist. Die Tür wird aber jetzt kein 1,70 Meter breit sein, weil sonst kriegst du die gar nicht auf. Also es ist ja dann völlig unmöglich, die nochmal zu öffnen. Ja, man muss ja, in der Regel haben sowas Gitter, ja, eigentlich Gitter. Und wenn es dann noch eine Tresortür wäre, dann hat die auch eine Breite von, es muss ja beweglich sein, wie mehrere Scharniere, deswegen ja was. Also, Tür ist jetzt gerade unbekannt, aber eine Stahlwand. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich Stahlbetonwand sein. Dann hatte das Ganze ein Nebelsystem. Das heißt, wenn du einbrichst, geht nicht nur Alarm los oder wird Alarm weitergeschaltet, sondern das Ganze wird vernebelt. In dem Fall hat es wohl nicht funktioniert. Es gab mehrere Codes, die hatten wohl diese Zugangscodes, woher auch immer. Und es gab Videos und Fotos von den Tätern, bevor die Kamera zugemacht haben, ist natürlich auch sehr interessant. A, für uns, dass man sich ein Bild macht und B, um nachher wahrscheinlich die Täter zu finden, zu identifizieren. Diese Sicherheitsunternehmen, die solche Schließfächer anbieten, die haben auch einen Preis. Der Preis liegt so bei 280 bis knapp unter 600 Euro auf ein kleines Schließfach im Jahr. Ein kleines Schließfach, das kannst du so vorstellen wie vielleicht so eine halbe Box. Also kann man im Internet nachlesen, schon sehr klein die Schließfächer. Aber es soll ja so unwahrscheinlich sicher sein und man kann halt 24/7 an diese Fächer ran. Muss ich gleich mal dazu sagen. Ich habe auch mal ein Video gemacht, wie man seine Uhren richtig aufbewahrt. Zeige ich euch jetzt hier mal. Dass ich eben zu Hause nicht so viele Uhren aufbewahren würde, sondern wenn in der Bank.
Und da kostet ein Schließfach, was in etwa dreimal so lang ist. Und das ist jetzt nicht unbedingt in München Maximiliansplatz, sondern das ist irgendwie auf dem Dorf. Kostet dann so ein Schließfach, ja, vielleicht 60 Euro im Jahr. Und dann habe ich aber dazu gesagt, wenn es mal ein paar Uhren mehr sind, dann würde ich auf einer Dorfbank, weil die halt auch nicht eingebrochen werden, weil eine Dorfbank, die ist so interessant wie ein Mercedes W210. Ja, es ist ja wie Tarnkappe, das sieht niemand, das ist unsichtbar. Und in einem Dorf gibt es einen Dorfplatz, gibt es eine Kirche und da gibt es meistens auf der einen Seite eine Sparkasse und gegenüber eine Raiffeisen- oder Volksbank. Und wenn du dann ein paar Uhren mehr hast, dann kannst du in der gegenüberliegenden Bank nochmal ein Schließfach anmieten und tust da auch nochmal ein paar Uhren rein. Ich sag's nur, wie man es so machen sollte, wie ich es mal im Video gesagt habe, könnt ihr euch ja angucken. Was ich definitiv nicht machen würde, wäre, dass ich 2000 Uhren direkt bei einem Institut in ein oder zwei Schließfächern rein deponiere. Es gibt ja auch bestimmt größere Schließfächer, mögen es 8 Schließfächer sein, aber ich würde es nicht in ein Institut rein tun, so für Uhren. Sinn von der Firma Watchmaster, die wurde erst 2015 in Berlin gegründet, die hat brutal expandiert, hat aktuell 75 Mitarbeiter, wir kommen dann auch noch auf die Expansion. Der wurde dann 1000 Uhren entwendet, also nicht das gesamte 2000, sondern 1000. Diese 1000 Uhren waren aber wohl nicht Watchmaster-Uhren, sondern es gab 900 geschädigte Kunden. Kunden sind meistens Privatpersonen, gibt aber auch Firmen, die halt irgendwo Uhren ankaufen und die dann über Watchmaster verkaufen. Ist dann wohl sehr angenehm, weil die dann die Uhr für dich aufmachen, revidieren, Echtheitszerti alles geben, fotografieren, anbieten, versichert zuschicken. Also am hohen Service wird wohl auch einiges kosten, aber das bieten die an. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Händler ist, dann hat er bestimmt nicht nur eine Uhr, sondern hat halt mehrere Uhren drin, aber es sind 900 Geschädigte. Das heißt, es sind 900 geschädigte Kunden. Es können jetzt maximal 100 Watchmaster-Uhren sein, aber tendenziell eher weniger, wenn halt ein Kunde auch mehrere Uhren hatte. 1000 Uhren wurden nicht entdeckt, die Schließfächer haben sie nicht geöffnet. Am Montag, ich weiß jetzt auch nicht, wann man von diesem Einbruch Kenntnis genommen hat, ob da noch am Samstag auf Nacht die Polizei gekommen ist, schaut jetzt laut Bilder nicht aus. Am Montag kam sie auf jeden Fall. Da gab es um 11 auch dann Tumulte, weil irgendwelche Besitzer an ihre Schließfächer ran wollten. Da hat es die Polizei abgesperrt. Ich würde es mal annehmen, dass sie wahrscheinlich am Montagvormittag Spurensicherung gemacht hat. Vielleicht waren sie auch schon am Sonntag da. Ich weiß nicht, wann es aufgefallen ist. Auf jeden Fall gab es am Montag um 11 diese Tumulte. Da hat dann die Polizei die Leute nicht reinlassen. 10 Tage später, also nach Einbruch 10 Tage später, am Dienstag, den 29. hat dann die Firma Watchmaster Insolvenz beantragt. Wann tut man Insolvenz beantragen? Natürlich, wenn was überschuldet ist, das musst du auch zwingend machen, wenn du da lang Zeit lässt, ist Insolvenz Verschleppung. So, Watchmaster sagt, die Uhren sind versichert. Jetzt ist natürlich versichert immer die Frage, wie denn auch was versichert ist, ne? Weil versichert heißt ja nicht immer, dass es komplett versichert ist. So eine Uhr, da mache ich euch jetzt noch ein Beispiel, die kostet im Laden vielleicht 8.500 Euro, aber du kriegst halt keine, dann kostet sie halt auf dem Markt 14.000, 15.000 Euro. Watchmaster würde jetzt aber nicht bekommen den Marktpreis, sondern den Ladenpreis, den Listenpreis. Ja, hier haben wir so einen Katalog. Da sind diverse Uhren drin. Zum Beispiel hier Daytona und dahin ist die Preisliste. Bei der Daytona weicht natürlich Ladenpreis, Listenpreis und Marktpreis eminent voneinander ab. Soll wohl nur das bei Watchmaster versichert sein und das soll der Knackpunkt sein, warum die Insolvenz angemeldet haben. Dann nehme ich mal ganz schwer an, dass ihre Kunden nicht besser gestellt sind, dass sie natürlich auch nur den Listenpreis kriegen und nicht den tatsächlichen Marktwert. Was natürlich dann für die Firma, für das Brand Watchmaster ein PR-Desaster ist, weil da hast du nämlich 900 ärgerliche Kunden. Sehr ärgerlich, weil dann nicht selten dann der Preis halbiert ist. Es hat auch in einem anderen YouTube-Film, haben ein paar Uhrenspezialisten gesagt, dass, wenn das insolvent wäre, könnte man den Namen Watchmaster verkaufen. Den kannst du sicher genauso gut verkaufen wie den Namen Wirecard oder Schlecker. Das ist ja auch ein super tolles Brand, wo sich die Leute die Finger danach schlecken, diesen Namen noch zu übernehmen. Jetzt sehe ich mal Problematik von Watchmaster, dass eben keine Risikostreuung war, dass sie es halt einfach nur super günstig gemacht haben und alles an einen Fleck gebracht. Ob das jetzt reine Bequemlichkeit war oder ob da noch ein anderer Grund dahinter steckt, das sehen wir nachher gleich. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zu so Firmen, die sowas anbieten. Es gibt noch die Firma Trisor und es gibt die Firma Aservato. Da kosten diese Fächer auch Minimum die kleinsten 25 oder 20 Euro pro Monat, mal mit, mal ohne Gebühr. Wenn man solche Uhren einlagert, dann nimmt man in der Regel die Uhr, lagert
die eben ein, die kann man ja noch ein bisschen verpacken und schützen, aber man tut die dazugehörige Box nicht mit rein. Die wird ja schon gar nicht reinkriegen mit dieser Größe. So eine Box hat einen Wert von, sag ich mal, früher waren es 100 Euro, heute sind es vielleicht 200 Euro, aber die hat man halt einfach zu Hause, der Wert ist ja überschaubar. Man hat dann noch ein Zertifikat, wenn du auf einer Uhrenbörse so eine Uhr kaufst, dann gibt es die Uhr mit so einer Scheckkarte, Zertifikat, die Eltern haben noch ein Papierzertifikat wie eine Urkunde, aber wenn du die Uhr einlagerst im Tresor oder zu Hause, du privat, würde ich sie nicht bei der Uhr lagern, ja, weil du würdest, es wäre genauso sinnvoll, wie wenn du in dein Fahrzeug nicht den Fahrzeugschein, sondern den Fahrzeugbrief mitlagerst, ne? Das tut man nicht, den Fahrzeugbrief bringt man woanders hin. Ich führe euch jetzt mal so ein bisschen durch die Preise von so Uhren. Fangen wir mal ganz teuer an, am Beispiel Daytona, das ist natürlich eine Ausnahme, das ist eine Stahlsportuhr, die ultra begehrt ist. Die Uhr würde im Laden nur kosten 12.250 Euro, in Anführungszeichen nur, hätte aber einen Marktpreis von 32.000 Euro. Wir reden jetzt vom Jahr 2020, der wird jetzt ein wenig geringer sein. Uhren ist ähnlich wie Oldtimer. Du hast einen Sachwert, der sehr inflationsresistent ist, aber es hat Schwankungen. Es gibt einen Boom, dann ist man wieder ein bisschen höher, dann flacht der Boom ab, dann geht es vielleicht mal um 20-30% runter. Es schwankt so ein bisschen, ja, aber es ist inflationsresistent. Bei Uhren war auch, glaube ich, 2020 war so der Boom und jetzt 2022 hat er so ein bisschen abgeflacht, aber sie sind ja dadurch nicht wertlos. Warum das noch eine Rolle spielt mit dem abgeflachten Boom, kommen wir auch gleich dazu. Wir machen jetzt ein weiteres Beispiel, Submariner, die kannst du vielleicht so mit dieser Uhr vergleichen. Die kostet im Laden 8.500, 8.800 Euro, wenn du eine kriegen würdest, hat aber einen Marktpreis von 15.500 Euro, je nachdem wie schnell du einen Käufer finden möchtest. Und da gibt es noch ein bisschen eine billigere Variante, das ist zum Beispiel eine Air King oder Milgaus, die würde nur so 6.000 Euro kosten und die hat dann einen Marktpreis so von 8.500 Euro. Jetzt auch 2022 vielleicht wieder ein bisschen weniger. Da habe ich euch mal so ein ganz klein wenig durch die Preise geführt von den Uhren. So, jetzt zahlt die Versicherung den Listenpreis, nicht den Wiederbeschaffungspreis. 1.000 Uhren sind verschwunden, man sagt einen Schaden von 10 Millionen und davon sind 900 Kunden betroffen, das heißt, weil ja kein Kunde eine halbe Uhr drin hat, sind es mindestens 900 Kundenuhren. Hätte jetzt Watchmaster selber 100 Daytona-Uhren da drin gebunkert, was ja völlig unwahrscheinlich ist, dann hätten wir eine Summe von 2 Millionen. Hätten sie jetzt 100 Submariner oder ähnliche Uhren, dann wären es so um die 800.000. Wenn es jetzt 100 Air Kings wären, dann wären es eher so 200.000 Euro der Schaden. Ich würde jetzt mal sagen, weil vielleicht nicht ganz 100 Uhren ihnen gehört hat, und weil es irgendwo mal stand, dass die Uhr einen Schnitt von 17.000 Euro hat, wird es wohl irgendwo zwischen 200.000 und 800.000 der Schaden, der für die Firma neben dem Image-Schaden entstanden ist, wenn man den so beziffern möchte, wenn man den so ein bisschen eingrenzen möchte von den Informationen, die wir haben. Wir haben aber festgehalten, es ist ein PR-Desaster, weil die Kunden unglücklich sind, die können ja rechtlich nichts machen, in die Verträge wird es schon drinstehen, dass es so und so versichert ist und so wird es auch entschädigt werden. Schlimm wäre natürlich, wenn in die Verträge drinsteht, das ist komplett Wiederbeschaffung versichert, aber es gibt nachher nur Listenpreis. Das wäre natürlich dann nicht so gut, davon stand aber nichts. Jetzt ist die nächste Problematik die, wenn die Firma stark expandiert, ich führe euch mal ein bisschen Zahlen, die unter anderem Handelsblatt oder sowas veröffentlicht worden sind, es stand drin, dass sie die Vorjahreszahlen mal um 40%, mal um 60% gesteigert haben, sie haben Zukäufe gemacht, sie haben eine Uhrenfirma, also so eine Handelsfirma in Paris gekauft und sie haben einen in London gekauft. Hier in London wollten sie einen Umsatz machen von 1.000 Uhren pro Jahr. Man muss ja sehen, es ist sehr attraktiv, weil die dann nicht nur ihre eigenen Uhren anbieten. Das heißt, sie bekommen auch Uhren in Kommission. Die müssen gar kein Kapital vorstrecken und vermakeln, verkaufen dann diese Kundenuhren, bekommen da die Differenz. Also sehr angenehmes Geschäft. Aber es stand dann drin, dass durch London hätte man einen Umsatzplus von 36% und im Jahr 2020 bis 2021 hätte man einen Umsatz von 10 Millionen gemacht, bei einem Uhrenwert von 35 Millionen, den sie aber gar nicht selber bringen müssen, den Wert. Und da hätten die einen Plus gemacht von 72%. Finde ich, sind traumhafte Zahlen. Jetzt kommt aber meine Frage an euch. Wenn ich ein Business habe, wo ich wenig Eigenkapital reinbringen muss, wo ich solche Millionen von Umsätzen habe und die jedes Jahr um 70% steigern, nehmen wir mal an, dass das alles so stimmt. Wieso gehe ich dann her beim Schaden von 200.000 bis 800.000 Euro und mache insolvent? Das würde mich jetzt mal interessieren.
Aber die Frage wird nicht ewig ungeklärt bleiben. Es gibt ja Insolvenzverwalter, die die Bücher ganz genau angucken. Ich kann mal so ein paar Vermutungen in den Raum werfen. A, sind diese 75 Mitarbeiter nicht ganz günstig. B, stand auch drin in einem Magazin, dass seit dem Brexit, seitdem eben London nicht mehr in der EU ist, da der Uhrenmarkt mit europäischen Uhren gegen Null ist. Da heißt es, fällt also diese 1000 Uhren Verkauf fällt dann halt wohl weg, weil halt Zölle, Mehrwertsteuer, alles dazu kommt. Das musst du so im Inner-EU-Handel halt keine Zölle bezahlen. Also es stand drin, es würde brach liegen. Dann hast du die hohen Kosten. Und dann kann natürlich noch sein, wenn diese Uhren zum absoluten Maximum bewertet worden sind. Das würde ich ja nie machen. Also du kannst jetzt so eine Uhr, wenn du Glück hast, schon für 15.000 Euro verkaufen. Aber ich würde sie nicht zu diesem Preis bewerten, weil, ja, ich weiß nicht, ich würde sie vielleicht für 12 bewerten oder so. Also ich sage, okay, wenn ich sie tatsächlich für 15 verkaufe, ist gut, aber es sind ja Schwankungen von 20-30% drin. Wenn du jetzt aber natürlich die Problematik alles auf kompletten Maximum bewertest und dann so eine Schwankung kommt, dann ist natürlich alles so, ja, spitz auf Knopf genäht, dann kochst du da mit ganz heißem Wasser und das dann noch mit Krediten finanziert, dann kann es nämlich sein, dass dir da die Luft ausgeht und dass du dann natürlich Insolvenz machen musst, dann liegt es aber nicht an diesen 100 Uhren, die hier maximal verschwunden sind auf Kosten von Watchmaster. Die 900 waren ja auf Kosten der Kunden. Also ist großes Fragezeichen. Da bin ich ja mal gespannt, was die Insolvenzverwalter da rausfinden, was wohl der tatsächliche Grund der Insolvenz war. Insolvenz verschleppen darfst du natürlich nicht, gehst in den Knast. Wenn jetzt die Firma schon vorher Insolvenz gewesen wäre auf dem Papier und es kam jetzt dieses Ereignis, dann ist es ja ein relativ glücklicher Exit, der diese Firma getroffen hat. Da stellen sich dann natürlich auch wieder Fragen. Woher wussten die Einbrecher, dass da so viele Uhren sind oder eben so viele wertvolle Güter? Woher hatten die Passwörter und woher wussten die um den Ablauf? Kann ja natürlich alles nur Zufall sein, aber das sind natürlich wieder Fragen, die die ermittelnde Polizei aufwirft. Aber ihr seht schon, der Fall ist nicht ganz so oberflächlich, sondern das kann dann auch richtig spannend hinten raus werden, weil mir einfach die Zahlen hier einfach zu schön vorkommen, als dass man dann einen Exit, einen Konkurs machen müsste, wegen einer relativ überschaubaren Summe, die die Firma minus fährt. Jetzt haben wir bestimmt bei YouTube noch den ein oder anderen Uhrensammler, Uhrenfachmann, Uhren-YouTuber. Und wenn du das Video gesehen hast, kannst du mal drunter schreiben, wie du das so siehst. Denkst du, dass das totaler Blödsinn ist, was ich hier erzähle? Oder sagst du, ja, stimmt eigentlich, Peter, da ist schon was ein bisschen komisch an der ganzen Geschichte, da wollen wir noch was hören. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon wieder fürs Zusehen. Wir bleiben am Ball, da wird es sicherlich noch weitere Informationen geben und werde euch da auf dem Laufenden halten. Für heute bin ich raus, ich sage euch bye, tschüssikowski, bis bald aufs Gehen.